Tue ich ja. Die Tastenkombination ist auch sowas von scheiße. Warum war die andere Gurie öffnet? Ja. Und ich hab der Steuerung I. Der eine Case ist versteckt. Finde ich sehr gut. Warum ist der versteckt? Weil es da steht. Okay. Und Gruppe 3 steht versteckt. Stimmt. Fahr doch mal schnell. Tja. Haben wir den überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht. Ne, den Case haben wir zurückgegeben. Das war ja der statt dem, was du jetzt hast. Das war ja Leihfahrzeug. Nee, ja. Ich glaube Case war einfach der ist eine Steuerung 3. Aha, das ist der. Ja. Nee, ist ein anderer. Würde ich sagen. Der hat mich aber in den von links reingeswitcht. Mit der. Da wo der Helfer dran ist. Mit der Saatmaschine. Komm, Bernd. Der Bernd, komm, gib Gruppe Bernd. Ach, Bernd. Ja, man bräuchte halt einfach gescheite Arbeiter, dann würde es klappen. Wenn Sie uns helfen möchten, bewerben Sie sich unter moddingcraft.ls.bewerbung.de. Oh. Diese IP existiert natürlich nicht. Aber Sie können sich trotzdem bewerben. Sei es drum. Sie können ja einen erstellen. So, jetzt machen wir Steuerung 3, dann kommen wir in unser Helfer rein. Da fahren wir mit denen mal runter da und dann können wir umsetzen. Umsetzen? Ich weiß nicht, wir sollten aber jetzt wahrscheinlich auch nicht alles Sojabohnen machen, nee. Sondern halt schon umwechseln. Ja, jetzt ein bisschen Weizen, weil dann haben wir Weizen, Sojabohnen, Raps und dann haben wir ein bisschen was. Ja. Oder Gerste. Weizen ist nicht schlecht. Keine Ahnung. Bin halt echt gespannt. Das ist schon ätzend. Man muss halt die ganze Zeit daneben herfahren. Können wir das nicht irgendwie mit Cosplay doch vervollständigen? Ja, das hast du jetzt nur und dann ist eh vorbei. Dann werden wir nicht mehr wechseln. Das Feld schaffst du noch. Ja, das Schuh, aber es ist halt Schuh ätzend. Ja, aber das ist halt beim Häckseln so. Was willst du machen? Ich hätte ja gern jemanden kompetent, mit dem man auch reden kann. Immer der Bernd, der will nicht reden. Ich weiß nicht warum, aber. Der dicke Spiegel. Bernd, ich liebe dich. Aber ich hasse dich. Bernd, was machst du? Wen hab ich denn hier eigentlich? Oh, ich hab eine Sie, okay? Okay. So, jetzt sitzt du einfach mal drin, in ihr. In ihr? Nee, du fährst jetzt nicht nochmal hoch, da gib Ruder, du kannst ja gar nichts tun. Warum haben wir eigentlich alle Frauen? Ja, wir tun ja ausbilden, also dieses, ja. Dieses ultimative Feature ist von LS. Ja. Es gibt jetzt Frauen. Genau. Und trotzdem hat die Frau, die sich in unserer Community sogar beschwert hat darüber, dass es keinen Frauencharakter gibt, das Spiel noch nicht gespielt. Dort stimmt. Wobei die Frau in LS ja gleich aussieht, wie die sie ihre Charaktere erstellt. GTA zum Beispiel. Ja. So, wir haben gesagt, bleibt so. Wir wollen. Was ist denn das? Hä? Was ist das Glühwürmchen, oder wie? Das ist. Das gibt's gar nicht. Was meinst du jetzt? Das ist wohl, was ich da unten hab. Wechsel mal weiter durch. Das ist Gras. Kommt Gras. So Weizen, Gerste, Raps, Sojabohnen und dann das. Mais. Kann das nicht? Nee. Verkaufen kannst du in erster Linie nicht, nur du kannst ja auch Gras sehen. Ja, Gras kann ich auch sehen, das kommt danach. Von das Gras. Ich kann jetzt nicht sagen, was das sein soll. Was hast denn du vor? Kaufen können wir es auf jeden Fall nicht. Was ist das echt? Klee oder was? Ich möchte es aber nicht setzen.
Wir setzen das. Also warte, ich kann ja mal gucken. Raps. Was steht denn oben drin? Das ist Dietrich. Ölrettich. Ölrettich. Also Rettich wird das sein. Das nach der Kartoffel. Vom Mist. Ja, aber nach der Kartoffel kommen Rüben. Rüben kannst du wiederum auch nur mit dem anderen Ding setzen. Stimmt, Sojabohnen, Ölrettich. Keine Ahnung, muss man nachschauen. Ne? Ja. Okay, soll halt so sein. Wird so, was auch machst so du sein? Jetzt? Jetzt machst du hier Gerste. Gerste, ja. So, ich muss ja auch langsam lernen, wie das ganze Zeug heißt. Oh, jetzt haben wir den, wer ist denn das? Den Anton haben wir erst, den Anton. Der Anton. Der Schwarze. Anton, den kenne ich sogar. Anton der Schwarze. Aber nicht in der Klasse. Anton der Schwarze habe ich nicht. Ich habe nur einen Schwarzen. Nicht zu schwarz, sondern schwarz, weil er schwarz angezogen ist. Ach so. Nicht rassistisch schwarz. Ich habe nur einen Schwarz. Nicht so schwarz. Nein, so nicht. Nur weil er eben schwarz angezogen ist, deswegen schwarz. Weil deiner ist ja blau, oder? Meiner ist blau. Aber ich meine jetzt in den ich kenne, privat. Deiner ist blau. Der macht heute blau. Ich weiß gar nicht, was macht er, aber er hat ganz schön kurzen Hosen an. Was ist denn für Wetter gemeldet? Wir haben doch eigentlich einen Wetterbericht. Fahren wir noch hier die paar Meter, Bernd, du und ich. Mit der Synchronisation zwischen uns kriegen wir es auch hin. Der Anton. Und wo steht doch hier das Wetter? Bist du sicher? Das gab's früher mal. Ja, das jetzt war gibt's auch noch, nur du siehst es wahrscheinlich. Doch, rechts oben bei der Uhrzeit, du Vollpfosten. Ja, aber ich meine das Wetter vorhersage, wie es werden soll. Ja, ist ja da auch wahrscheinlich. Jetzt ist Sonnenschein und dann kommt bewölkt, oder? Ja, aber richtig für die unterschiedlichen Tagen gab's mal. Ja, das war unter I normal, aber das gibt's ja jetzt nicht mehr. Das war mal unter dem neuen Pocket Computer. Ja, I da. PDI. So, pflügen. Ölrettich. Ich bin voll. Ölrettich ist eine spezielle Pflanze. Zum Schluss geerntet, sondern Untergrund. Was? Seit Einarbeit. Ölrettich ist sogenannter Gründinger. Aha, steigert den Ertrag um 30%. Ah, man kann ja lesen. Verbesserter Ertrag, was gibt's denn da noch? Was? Verbesserter Ertrag. Aha. Ja, du kannst den Gründinger pflanzen, dann tust du ihn drüber grubbern, dann ist das sozusagen in die Erde eingegrubbert und wenn du dann etwas drüber machst, zum Beispiel Raps. Ja, das habe ich ja verstanden, ich habe es ja gelesen. Hier weiß ich doch nicht. Es sind ja schöne Anleitungen drin. Pflügen. Bahnhof Grundlagen. Mehr erweiterte Kenntnisse. Heu und Gras. Ist ja interessant. Müssen ja auch für die Tiere mit Gras arbeiten. Ja klar, das wird ja dann interessant. Das ist alles interessant. War bis jetzt noch nie Ballen gepresst. Du hast aber unseren Ladewagen verkauft. Ja, wir müssen auch Ballen, ja. An Silage, da gibt's richtige Dinger dafür. Ja, Silage-Schiebe und so, Silage-Zangen. Tiere, das ist immer interessant dabei. Transport. Genau, das Transport, du kannst da ja kommen sie gerade vom Händler. Denn den Viehtransporter zum Hof. Wo kaufst du denn die dann? Der Viehhändler? Ich weiß nicht, ich glaube, die kriegst du einfach und gibst zurück. Ja, nee, da steht ja. Selbst mit deinem Viehtransporter zum Hof bringen, dazu musst du den Viehtransporter zum Viehhändler bringen. Dann muss es wohl irgendwelche Viehtransporter geben. Für eine gewisse Gebühr kannst du Viehhändler, kannst du direkt auch, okay. Interessant. Ah, für eine gewisse Gebühr und wir machen ja dann groß hier, also. Ja, wir machen ja so 300, 400 Stück Kühe, so 10.000 Hühner. Keine Massentierhaltung. Wir haben ja den Platz, wir machen keine Massentierhaltung. Wo haben wir denn, 10.000 Hühner, 30.000 Schweine. Sein, genau. Nee, das ist Wasserscheiße. Ich glaube, für Transport, Viehtransport gibt es eigene Reiter sogar.
Tiere. Ja, da ist er. Das ist der. Für Schweine, Also sortierst du Pferd. Tiere, geht alles. Waren so Schweine, Schafe, Schafe. Kühe. Gut, Schweine. Wenn du dich ordentlich um Schweine kümmerst, vermehren sie sich. Aha, ist auch cool. Poppen dann. Jetzt fast Pflanze. Schweine fressen eine große Vielfalt an Futter, darunter Mais, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblume, Sojabohnen, Kartoffeln und Zuckerrüben. Aha, Kühe. Produzieren Milch, regelmäßig füttern, Gras und. Was macht denn am wenigsten Arbeit? Ja, das ist schwierig, ich Ohne glaube. dass es halt direkt wegstirbt. Ich meine, wir können uns ja noch nicht um Tiere kümmern, ich meine, wir vergessen die immer. Ja, dann will man sie wohl ein bisschen in den Auge behalten, oder? Weiß nicht, die sind tot. Ja, bei Gülle produzieren halt Tiere, ja. Ja, Kühe. Kühe. Das heißt eigentlich Schafe wäre ja was. Schafe. Solange du deine Schafe fütterst, produzieren sie Wolle. Schafe fressen ausschließlich Gras und Heu. Das wäre einfach. Um die Wolle zu verkaufen, musst du volle Palette. Okay, das ist ja mit der Wolle da. Ach Gott. Ja, aber wir machen ja damit Geld. Ich meine, es geht ja darum, Tiere müssen uns ja was bringen. Ja, aber zum Beispiel Schweine ist halt eben, die produzieren nichts außer sich selbst. Das heißt, du fährst mit dem Transporter hin, klatscht sie rein, verkaufst sie. Und die vermehren sie ja. Und bringst sie dann wieder zum Schlachter. Genau. Aber die brauchen halt viel zu fressen, glaube ich. Zumindest Schweine fressen eine große Vielfalt an Futter. Keine Ahnung, was die wirklich brauchen. Das steht halt wieder nicht da. Ja, Hühner ist halt mit den Eiern. Aber da machen wir aus 10.000 und fertig. Forstwirtschaft. Bäume anpflanzen, das müssen wir auch. Könnte man ja auch machen. Können ein Feld mit Bäumen machen, dann bräuchte man da nicht Dingen. Ja, dafür bräuchte man ein Feld und dafür bräuchten wir Geld. Geld haben wir ohne Ende, glauben wir. Ja, ich glaube, das Produktions. wird dann schon bald werden mit dem Geld. Ich glaube schon, dass es das wird. Gras Und wenn kann man mit dem jetzt Mais. Maschinen, ich meine, wir tun ja jetzt durchwechseln mit dem ganzen Zeugs und jetzt kommen wir ja langsam rein in den Betrieb. Leben. Dünger. Dünger, finde kannst du senken, aber bla bla. Was gärst, stellst du ja, indem du Silage in die Biomasse bringst. Das Das Schlimme ist, ich muss stimmt. immer auf die Straße schauen. Bäume werden durch die Fallen gesegnet, die Äste mit dem Motorsagen sprechenden ziert. Hackschnitzel werden hergestellt, wenn du Baumstämme mit einem Holzhacker zack. Aber auch Babbeln. Haben wir Babbeln? Sind Pappeln. Ach so, das ist das, was der da oben gepflanzt hat da. Bei. Wo waren das? Der Babbeln ist so Bäume ähnliches. Das sind so kleine Du gehst Sträucher. einmal oben nach links. Forstwirtschaft, genau. Ja, Das was ist dann aber das? Babbel sein wahrscheinlich. Weil die Bäume pflanzt das so ja nicht. Genau, Pappeln kannst du am Feldrand pflanzen. Kiefer kannst du fast überall pflanzen, aber sie brauchen eine Weile zum Wachsen. Pappeln kannst du am Feldrand pflanzen und sie mit einem Feldhäcksler zu einem speziellen und einem speziellen Schneidwerk abernten, sobald sie voll ausgewachsen sind. Interessant, das habe ich nicht gewusst. Dass wir sowas haben. Ich auch nicht. Er liest sich gerade mal die Hilfe durch. Das ist sehr gut. Muss man ja auch mal machen, ne? Verstehst du? So, Milch und Wolle. Milch wird von den Kühen, das ist klar. Schafe produzieren Wolle. Wenn sie genug Gras fressen, die dann in Säcken gesammelt und dir Geld verkaufen kannst. So hat die Frage. Schweine und Hühner. Hühner produzieren Eier, ohne dass du sie dafür was Futter benötigen. Also Hühner, wenn wir so 10.000 Hühner hatten, brauchen wir eigentlich nur Eier aufsammeln, fertig. Ja, aber ja. Eben, wenn du Schweine, wenn die Schweine zufrieden sind, vermehren sie sich. Bei Viehhändler kannst du sie dann verkaufen. Gut, das haben wir auch gelernt. Also Schweine, glaube ich, ist mal nicht so schlecht.